Es ist also soweit. Das Motherfucking Institut. Auf den Schreck erstmal ein Bierchen. Aber so wie die Desdemona das erzählt hat, ist hier natürlich noch nicht Schluss, denn ich soll nur Infos sammeln. Nicht, dass wir hier schon auf den Boss treffen, geschweige denn Sean finden oder so. Egal. So, dann schauen wir uns mal um. Die denken ja logischerweise, dass ich kein Böser bin, vielleicht ein Synth bin. Oh, scheiße, dann jetzt. Wir kommen hier nicht mehr raus, ne? Wir kommen hier nicht mehr raus. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Ist Pipers logischerweise auch nicht mit drin, wa? Scheiße. Scheiße, ich hätte vorher definitiv mich entleeren sollen. Ich kann jetzt hier nichts mitnehmen. Kacke. Ich hoffe, ich bin hier nicht allzu lange. Oder ich finde nicht allzu viel geilen Scheiß. Das wäre ansonsten doof. Hallo. Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsreich. Hä? Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Okay, und der Vater. Am geilsten finde ich im Übrigen, dass es die Synchronstimme von Alfred ist. Okay. Und zugänglich. Ich kann mir vorstellen, was du gehört hast, was du über uns denkst. Ich möchte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Habe ich den? Im Institut. Wow. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort, diese Leute, unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach. Und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Sohnes. Sean? Sean? Was? Ja, ich bin Sean. Sean, bist du es wirklich? Wer bist du? Sean, ich bin's. Ich bin dein Papa. Vater, was ist los? Was geschieht hier? Sean, alles okay? Du bist nicht verletzt, oder? Was ist los? Vater, Vater! Was soll ich tun, Sean? Was kann ich tun? Ich kenne dich nicht. Geh weg! Vater, Vater, hilf mir! Hier ist jemand, hilf mir! Oh nein, mein Vater. Bitte, Sean. Ich bin dein Vater. Sprich mit mir. Öffne einfach die Tür! Vater! Vater, hilf mir! Er will mich entführen! Vater! Vater, hilf mir! Sean, S923, Rückrufcode Cirrus. Faszinierend, aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert.
Er ist nur ein Prototyp. Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer, emotionaler Reize. Bleib bitte unvoreingenommen. Ich sehe, dass du emotional bist und auf deinem Weg hierher viele Probleme hattest. Beginnen wir von vorn. Ich bin Vater. Willkommen im Institut. Willst du mich verarschen, Mann? Das ist nicht Sean. Das ist verrückt. Alles. Der Schock, den du gerade erlebst, ist verständlich. Bitte, versuch dich zu entspannen. Ich weiß, dass es schwer zu verstehen ist. Ich mache es ganz einfach. Wo ist mein Sohn? Er ist hier, im Institut. Näher, als du denkst. Aber du musst erkennen, dass diese Situation weitaus komplizierter ist, als du es dir hättest vorstellen können. Du bist weit gereist und hast viel erlitten, um deinen Sohn zu finden. Deine Hartnäckigkeit und dein Engagement wurden belohnt. Schön, dich endlich zu treffen. Nach dieser langen Zeit. Ich bin's. Ich bin Sean. Ich bin dein Sohn. Soll ich euch was sagen? Das habe ich mir gerade gedacht. Wisst ihr auch warum? Selber Bart, identische Frisur, gleiches Gesicht. Von dem Moment an, wo er reinkam, habe ich mir das eigentlich schon fast gedacht. Bist du noch da? Du bist es wirklich. Nach dieser langen Zeit. Ja, so ist es. Im Vault hast du nicht mitbekommen, wie die Zeit vergeht. Du bist aus der Kapsel gekommen und hast deinen verlorenen Sohn gesucht. Aber dann hast du erfahren, dass dein Sohn ein 10-jähriger Junge ist. Du hast geglaubt, dass 10 Jahre vergangen wären. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass es 60 Jahre waren? Das ist die Realität. Hier bin ich, vom Institut großgezogen und jetzt sein Anführer. Was Sie getan haben, war nicht richtig. Dich mir einfach wegzunehmen. Für dich stimmt das vielleicht. Aber für das Institut hat all das einen Sinn ergeben. Damals, im Jahr 2277, hatte das Institut große Fortschritte bei der Synth-Produktion gemacht. Aber das reichte nicht. Wissenschaftliche Neugier und das Streben nach Perfektion trieben sie an. Was sie wollten, war die perfekte Maschine. Also folgten sie dem besten Beispiel, dem Menschen. Er geht, spricht, kann sich ausdrücken, ist zu allem fähig. Menschliche Synths? Wirklich? Menschenähnliche Synths. Ein großer Unterschied. Das Institut wollte synthetisch-organische Wesen erschaffen. Der logische Ausgangspunkt war natürlich menschliche DNS. Es gab reichlich, ja, aber es war alles veruneinigt. In diesem Ödland war jeder von der Strahlung betroffen. Trotz ihrer Versuche, sich vor der Welt da oben zu schützen, wurden Institutsmitglieder der Strahlung ausgesetzt. Sie brauchten eine neue Quelle. Dann hat das Institut mich gefunden, nachdem es Aufzeichnungen aus Vault 111 entdeckt hatte. Ein Säugling. Eingefroren und geschützt vor den Mutationen, die sich in jede andere menschliche Zelle im Commonwealth eingeschlichen hatten. Sie brauchten mich. Meine DNS war die Grundlage der synthetisch-organischen Lebewesen, aus denen alle menschenähnlichen Synths hergestellt wurden. Ich bin ihr Vater, durch Wissenschaft vereint. Die Synths, ich und du.
du warst die ganze Zeit hier unten? Das war ich. Ja. Du hast bestimmt Fragen. Bitte, nur zu. Ich möchte dir helfen zu verstehen. Deine Mutter, sie hat dich nie aufwachsen sehen. Ja. Was mit ihr geschehen ist, war... Ich habe mir die Aufzeichnungen des Vorfalls angesehen. Anscheinend war ihr Tod ein bedauerlicher Kollateralschaden. Nennen wir es Kollateralschaden, Alter. Kollateralschaden? Mehr ist das für dich nicht? Für dich ist es ja noch nicht lange her. Ich erinnere mich natürlich nicht. Und konnte den Verlust mein ganzes Leben lang bewältigen. War das immer einfach? Natürlich nicht. Aber ich habe versucht, mein Leben weiterzuführen. Viele Jahre lang fragte ich mich nie, wer meine Eltern waren. Ich akzeptierte meine Situation. Und das war's. Mit dem Alter kommen das Bedauern und die... Was wäre, wenn Fragen? Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Du leitest also das Institut. Ich bin der Direktor. Ja, dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Das Institut ist wichtig. Es ist die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft. Egal, was die da oben über uns denken. Aber Direktor? Warum du? Ich war der Qualifizierteste für die Position. Ganz einfach. Ich habe in diesen Mauern gelebt und mich der Wissenschaft gewidmet. Wie alle Mitglieder des Instituts. Meine Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Das Commonwealth hat nichts von uns zu befürchten. Das versichere ich dir. Was auch immer du gesehen oder gehört hast. Gib mir etwas Zeit. Wie kann ich dich noch beruhigen? Kellogg hat für dich gearbeitet? Kellogg. Als ich hier ankam, war er schon lange beim Institut. Erst als Direktor erfuhr ich von den Dingen, die er getan hat. Davon, was für ein Mensch er war. Du wusstest, dass er ein Psychopath war? Aber hast ihn trotzdem eingesetzt? Hätte ich ihn auf das Commonwealth loslassen sollen? An der kurzen Leine konnte er wenigstens nicht so viele Kollateralschäden anrichten. Dein Kollateralschäden, ey. Das Institut hat Kelloggs Grausamkeit für sich genutzt. Das gebe ich offen zu. Durch Instituts Technologie wurden sein Leben und seine Nützlichkeit verlängert. Weit über das normale Maß hinaus. Er hat das Institut nie enttäuscht. Aber seine Grausamkeit wurde immer offensichtlicher. Ich gebe zu, es ist kein Zufall, dass sich eure Wege gekreuzt haben. Es schien passend, um dich, uns, Rache nehmen zu lassen. Es gibt noch mehr zu besprechen, aber das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen. Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute hier im Institut aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht neugierig? Ist es nicht das, was du willst? Also haben sie Kellogg quasi auch so ein Serum verabreicht, dass er nicht altert. Ich weiß nicht, ob ich helfen will. Du willst, dass ich hier bleibe? Im Institut? Ja, das ist mein Vorschlag. Ist das so schwer vorstellbar? Das Institut kann dir ein besseres Leben bieten, als du es auf der Oberfläche jemals haben könntest. Du warst doch im Commonwealth. Du hast gesehen, wie es da ist. Ich versichere dir, dass du es bei uns besser hast. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe dich. Daher versuche ich dir zu helfen. Du erkennst hoffentlich, dass das Institut das einzige auf dieser Welt ist, dem man sich anschließen kann.
Ich bitte dich nur, dem Institut, mir eine Chance zu geben. Eine Chance, dir zu zeigen, worüber ich dir erzählt habe. Wir haben für die Menschheit nur das Beste im Sinn. Wirst du es versuchen? Willst du das wirklich? Ja. Eine Zusammenarbeit würde uns beiden etwas bringen. Ich weiß es nicht. Lass dir einfach Zeit. Gib dem Institut eine Chance. Das Institut ist jetzt dein und mein Zuhause. Nimm dir Zeit und lerne es kennen. Triff die Leute, mit denen du arbeiten wirst. Du solltest dich bei den Bereichsleitern vorstellen. Dr. Fillmore im Bereich Anlagen, Dr. Ayo im Bereich SEB und Dr. Holdren in der Biowissenschaft. Und schließlich Dr. Lee im Bereich fortschrittliche Systeme. Sie wissen über deine Ankunft Bescheid. Triff sie, dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Wow. Das ist irgendwie harter Tobak. Mein Sohn ist also Chef des Instituts. Wow. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Ich weiß nicht, was ich... Fast fertig. Muss nur noch den Servo des Hauptantriebs festziehen. Das ist diesen Monat schon der dritte Schaden des Hauptantriebs. Soweit es mich betrifft, können diese alten Modelle nicht früh genug abgeschafft werden. Oh, ich weiß nicht. Die meisten von ihnen haben viel länger funktioniert als vorhergesagt. Wenn du mich fragst, weisen sie eine hohe Qualität auf. Da hast du wohl recht. Ich kann es kaum erwarten, bis die Gen 3 eingeführt werden. Na also, alles bereit. Einheit kann wieder zurück in den Dienst. Danke nochmal. Natürlich. Das Institut ist mein Leben. Hoffentlich wird es auch deins. Ach so. Yo. Yo. Ich meine, das Schlimme ist, es sieht voll geil aus hier, ne? Aber... Wir freuen uns alle darauf, mit dir zu arbeiten. Seid ihr wissen übelst Bescheid? Stimmt es, dass Nahrungsergänzung 77 abgesetzt wurde? Das ist korrekt. Die habe ich am liebsten gemocht. Können wir sie nicht noch etwas behalten? Ich werde Ihr Anliegen gerne an die Abteilung Biowissenschaft weiterleiten. In der Zwischenzeit genießen Sie bitte unsere anderen nahrhaften und wohlschmeckenden Nahrungsergänzungen. Ich möchte Nahrungsergänzung 77. Es tut mir leid, Sir, aber diese Ergänzung ist nicht mehr verfügbar. Entschuldigung, ich muss Berichte ausliefern. Wie ich hörte, kriegen wir eine neue Nahrungsergänzung. Bitte, behalt deine Bakterien. Ja, bei lass dir. Mal hier. Entschuldigung? Die Versorgungsstelle ist immer geöffnet. Möchten Sie ein paar konservierte Nahrungspakete? Dann lass mal sehen, was du so hast. Was hat der denn? Aha. Viel hilft mir das nicht, aber dann kann ich wenigstens mal mein Zeug wegwerfen, oder? Ach so, ich darf mir keine Waffen verkaufen. Das ist ja doof. Das muss alles ein wenig überwältigend sein. Ja, das ist auch überwältigend. Ich bin vollkommen überfordert, ey. Ich weiß, ich kann das gedanklich gar nicht verarbeiten gerade. Wow. Keine sichtbare Wirkung auf die K14-Verbindung. Wir beginnen dann mit dem nächsten Versuch. Die Dosierung ist jetzt viel höher und die Nebenwirkungen werden wahrscheinlich ausgeprägter sein. Werde ich Schmerzen haben? Keine Ahnung. Schätze, das musst du selbst herausbekommen. Stillhalten jetzt. So, fertig. Du kannst jetzt deine Pflichten wieder aufnehmen. Und denk dran, jede Wirkung im Detail zu dokumentieren. Ich hoffe, ich werde ein nützliches Testsubjekt sein, Doktor. Mhm. Was? So krass. Wir fühlen uns geehrt, Sie willkommen zu heißen. Ohne Ihren Sohn wäre ich nicht hier. Ha! Reden die von meinem Sohn? Ich weiß nicht, was ich denken oder sagen soll.